Moinsen Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming und zu Deus Ex Mankind Divided, wo wir immer noch dabei sind, eine Bank auszurauben. Oh yeah. So, wir müssen mal gucken. Irgendwo da drüben, achso, ich mache gerade nochmal die Karte auf, damit alle wissen, was wir vorhaben. Hier drüben gibt es noch diesen Bereich der Mitarbeiter-Lounge und die Überwachungszentrale. Und ich hoffe, da noch eine Zugangskarte für einen Firmentresor zu finden. Mal sehen, ob sich die Hoffnung bestätigt. Ich weiß aber auch, dass da hinten noch, auf dem Radar sieht man sich schon noch eine Wache ist. Mal kurz hier um die Ecke linsen. Wir müssen gleich die Laser. Da steht sie, die Wache. Die müssen wir irgendwie noch ausgeschaltet bekommen. Und dazu würde ich sagen, machen wir erstmal die Laser kaputti, oder? Nummer 2. Echt? Büste Nummer 2. Okay, der eine ist sofort umgefallen. Der andere hat eine Weile gedauert. Ich hoffe, da gibt es keine Nummer 3 hinten irgendwo. Okay. Das waren also zwei Wachen. Die habe ich ja gerade mal weggenommen. So, und dann schauen wir mal. Hacken. Da kommen wir an den Sicherheitsknoten ran. Okay, ich liebe Systeme, bei denen man an den Sicherheitsknoten rankommt, auch wenn es jetzt zeitlich ein bisschen knapp wird hier. Wow. Da sind wir aber echt früh aufgeflogen gerade. Schaffen wir aber. Schaffen es trotzdem. Das ist nur ein Stufe 1 Sicherheitsknoten. Gerade irgendjemand direkt neben uns geräuspert. Achso, das war unter uns. So, okay, alles klar. Ja, da unten. Ne, von denen sollten wir uns vielleicht nicht sehen lassen. Ach, das Terminal können wir auch von der anderen Seite hacken. Ja, dann, warum? Ich meine, es gibt uns freie XP und so. Der Aufbau ist genau derselbe wie auf der anderen Seite. Das heißt, das System ist vergleichbar, ne? Und jetzt sieht man mal, wie zufallsabhängig das ganze Hacking ist. So, hier wissen wir, ist eine Fireball drauf, da fliegen wir auf jeden Fall auf. Aber ansonsten mega zufallsabhängig. Tja, da bekommen wir auch nochmal die 105 Credits. So, da hinten ist auch noch so ein Ding. Schockgranate nehmen wir mit. Aha, da hinten sind noch zwei Typen. Die Kameras hier haben wir ausgeschaltet. Okay, hier müsste eigentlich alles klar sein. Auf der Seite waren wir schon. Auch wieder Stufe 2. Aha, die haben sich ein bisschen Arbeit gespart. Die sehen alle komplett gleich aus, die Systeme. Ich meine, das würde man in der echten Welt natürlich auch erwarten. Ich könnte hier mal nachladen, ne? Die Waffe. Hallo? Waffe. Ich kann die zwar mit einer Taste wegstecken, aber mit der gleichen Taste nicht wieder ziehen. Da muss ich dann tatsächlich die Schnellzugriffstaste benutzen. Was? Hat er was gehört? Nein. Er hat nichts gehört, oder? Und interessanterweise gibt es auch hier drin gar. Oh. Gibt es hier drin auch gar keinen Abschalter für die Laserschranke, was natürlich ein bisschen merkwürdig ist. Aber hier können wir runter in die Lobby gucken. Interessant. So, und wo kommen wir hier hin? Ja geil, hier kommen wir direkt neben der Tür raus. Also da können wir die Tür umgehen. Dahinter ist so eine Klappe für einen Sicherheitsroboter, wie es aussieht im Gang. So, aber wir wollen uns erstmal noch kurz hier draußen umschauen. Ah, hier haben wir Spinde. Mach mal auf. Nope.
Hypostem nehmen wir mit. Den Alkohol brauchen wir nicht. Ich glaube jedenfalls, dass Alkohol ist. Könnte genauso gut. Stell das mal gerade zur Seite. Dahinter ist aber nichts. Oder ist das ein Bodenklappe? Nee. Okay, hier haben wir irgend so einen Kasten. Keine Ahnung. Wahrscheinlich ein Versorgungsschacht. Noch ein Versorgungsschacht. Ja, warum gibt es hier drin kein Panel, um die Laser abzuschalten, frage ich mich. Macht man das von innen nur von der Überwachungszentrale aus, oder? Weiß nicht, ergibt es Sinn für euch? Was haben wir denn hier? Von Dominik Barabas an PPB Etabus. Okay, wöchentlicher Zurücksetzungscode, dritter Stock. Gemäß des Sicherheitsmeetings heute Morgen lautet der wöchentlich aktualisierte Code für den Sicherheitsraum im dritten Stock Clemenza. Ich habe das System bereits aktualisiert. Dieser Code ist also ab sofort gültig. Danke, Dominik Barabas. Clemenza. Wo können wir denn eigentlich diese... Achso, das könnten wir dann wahrscheinlich über einen Chat machen oder sowas, ne? Den Sicherheitsraum zurücksetzen. Das müsste ja der hier sein, in dem wir gleich rein wollen. Weiß ich nicht. So, die Schubladen da sehen durchwühlt aus. Gucken wir uns die mal an. Ja, da sind zwei Typen ziemlich dicht beieinander. Was natürlich ganz interessant ist. Da könnten wir eigentlich mal, wir haben ja, wow, 4 Punkte sogar schon. Ich dachte, es wären 3. Zum einen hätte ich natürlich gern diesen Quecksilber-Reflex-Booster hier. Der Quecksilber-Reflex-Booster ist im Prinzip ein Turbolader für das menschliche Nervensystem. Er aktiviert sozusagen den Achtung-Knopf im parasympathischen Nervensystem. Der Vagus wird gereizt und Noradrenalin und Acetylcholin ermöglichen im motorischen Kortex schnelle Lernvorgänge sowie gesteigerte Konzentrationsfähigkeit. Soldaten, Sportler und andere Personen, die körperliche Leistung bringen, werden reaktionsschneller, stärker und geschickter. Mal gucken, ermöglicht bessere Koordination von Stärke und Geschicklichkeit, Energieverbrauch mittel, macht 2 Praxis. Und wir bekommen dann die Mehrfachausschaltung, ermöglicht das gleichzeitige Ausschalten zweier nebeneinander positionierter Gegner. Aktivierung, keine Aktivierung, automatisch Energieverbrauch mittel, okay. Mal gucken. Das Palestra Software Upgrade unterstützt in Kombination mit der iKnow-Retina-Prothese, der kybernetischen Armprothese und dem Quecksilber-Reflexbooster den Benutzer bei dem Versuch, zwei Gegner gleichzeitig zu überwältigen. Die Körper-Tracking-Software des Moduls arbeitet eng mit der kybernetischen Armprothese zusammen, damit der Benutzer hochkomplexe und präzise Bewegungen planen und mit fast 100%iger Präzision durchführen kann. Das hört sich super an. So ein Ding hätte ich auf jeden Fall mega gerne, muss ich sagen. Achso, wenn wir das kaufen, Moment mal. Einmal zurück. Das sind nur die Teile hier, ne, für die wir Stabilität einbüßen. Das hier müsste eigentlich okay sein, glaube ich. So, wir kaufen das Ding einfach mal. Ja, wir sind immer noch stabil. Wir haben die Mehrfachausschaltung hier. Ich wünschte, man könnte dieses Fenster hier mal zur Seite ziehen irgendwie, damit man sich das dahinterliegende Ding angucken kann. Ich finde unsere Cyberwirbelsäule mit dem Brustkorb nämlich sehr schick und interessant. So, und dann bräuchten wir aber auch ein Batterie-Upgrade irgendwie. Da müssen wir mal gucken, welches das Richtige ist. Die Verzögerung zwischen Biozellenerschöpfung und Regeneration, ja, wird wahrscheinlich verkürzt. Die standardmäßig in einer Biozelle gespeicherte Energiemenge, ja, das ist, glaube ich, das, was wir brauchen, ne? Die Standardaufladungsrate, ja, wie schnell das geht, ist mir dann eigentlich auch egal. Wir benutzen es relativ selten, aber wir bräuchten ab und zu mal noch Energie für einen zweiten Gegner, ne? So, wir gucken mal, das hatte ich, glaube ich, schon mal vorgelesen, ne? Typ 8 wird standardmäßig mit Lithium-Schwefel-Graphen-Biozellen ausgeliefert. Sie liefern 600 Wattstunden pro Kilogramm und können unbegrenzt aufgeladen werden, ohne dass es zu Ausfällen des Elektrolytmaterials oder Kathodenfelds kommt. Im Lieferumfang sind auch leistungsstärkere Biozellen enthalten, die aber erst aktiviert werden können, nachdem das System verifiziert hat, dass sich die Energiezuführung des Körpers über die PDOT-Verbindung im Rahmen der werkseitigen Sicherheitsvorgaben bewegt. Okay. Und was haben wir hier? Version 1 ausgebaut. Im Lieferumfang von Typ 8 sind leistungsstarke Biozellen enthalten, die aktiviert werden können.
solange der Stromverbrauch des Körpers innerhalb festgelegter Sicherheitsgrenzen bleibt. Diese Zellen mit erhöhter Kapazität enthalten einen Nickel-Zinn-Fiberglasschaum, der die Oberfläche maximiert und damit auch die Energiespeicherkapazität erhöht. Ja, haben mag. So, und dann gucken wir mal. Version 2 können wir auch schon kaufen. Die beeindruckendste alternative Biozelle von Typ 8 ist die Magnesium-Salzzelle mit Aktivmatrix, die mit minimaler Stromzufuhr kontinuierlich eine mikrozellulare Elektrolytlösung regeneriert. Dieses Energiespeichermedium ist Stand der Technik und kann 1000 Wattstunden pro Kilogramm erreichen. Die Ultrakapazitätszelle arbeitet bei erhöhter Temperatur 120 Grad Celsius und ist zum Schutz der Organe des Benutzers mit Keramikschaum ummantelt. Ja, scheiße, irgendwann kommt die Hitze natürlich trotzdem durch und da hast du einfach nur 120 Grad Hitzequelle in deinem Körper. Ich weiß nicht, ob das so geil ist. Wir kaufen das Ding trotzdem einfach mal. So, da haben wir keine Punkte mehr. Dafür aber eine riesige... Ja, jetzt bis zum Anschlag gefüllt unsere Batterie. Links sehen wir es, unten. Finde ich gut. Stufe 1, lächerlich. Aber wir kommen nicht an die Sicherheitsknoten ran. Wir müssen also so durch. Und... Okay, wir müssen da hinten irgendwie lang. Ach du Scheiße. Jetzt weiß ich auch, warum man da an der Tür vorbei konnte. Einfach so. Trace Program initiated. Schaffen wir. Kein Problem. Aha, da sitzen die beiden also friedlich an den Stühlen. Ich stecke mal die Waffe gerade wieder weg. Ich denke, wir kriegen die. Mal gucken. Ah, da hinten. Ah, der Glasschalter. Den wollte ich natürlich haben, damit uns von unten keiner reinpfuscht. So, geh dir mal angucken. Ich habe da gerade die Scheibe chromatisiert. Erzählen. Ich sehe ihn nicht. Achso, der ist ja an der Arbeitsstation da gegenüber. Mal sehen, vielleicht kriegen wir den noch ein bisschen weiter weg. Ansonsten müssen wir uns gleich mal einen guten Plan machen. Da steht ein Waffenschrank auf jeden Fall. Schön. Ich würde ihn ja super gerne irgendwie darüber zum Fenster locken, aber das ist ihm scheißegal eigentlich, ob das Ding jetzt aktiviert ist oder nicht, ne? Er nimmt es gar nicht wahr. Wahrscheinlich ist es bei denen hier so in der Haustechnik, dass die Fenster ab und zu mal, weiß ich nicht. Also jetzt guckt er wieder seinen Kollegen an. Jetzt geht er wieder zu der Arbeitsstation da. Ja. Okay. Ups. Dann machen wir das Ganze hier mal unsichtbar. Jetzt mal schnell hier rüber. Na, guck mal, da ist ein PDA. Ich lasse das mal kurz liegen. Hier mal um die Ecke. So, und jetzt würde mich mal interessieren. Kann ich die doppelt ausschalten? Nee, ne? So, das hat niemand gehört. Der haben wir gleich ausgeschaltet. Ja, der Roboter draußen im Gang wurde auch nicht aktualisiert, aktiviert. Haben wir noch eine Schockgranate, sehr hübsch. Wir haben ein Credit Chip, 88 Credits. So, und hier haben wir die Überwachungszentrale, keine Ahnung, was wir hier machen können. Erstmal nehmen wir dieses PDA mit, auf jeden Fall.
So, und gucken mal drauf. Was haben wir denn hier? Von Daniel Janicek an Dominik Barabas, defekter PDA. Aha. Dominik, Ivan sagt, sein PDA verhält sich komisch. Ich glaube, es ist nichts Ernstes. Aber wirf mal lieber einen Blick darauf. Wir haben im Moment schon genug Sicherheitsprobleme. Dan, PS, falls er nicht an seinem Schreibtisch ist, legt den PDA in mein Büro. 1969. Ja, gut, in dem Büro waren wir schon. Hier hatten wir den Code dafür erhalten, ne? Also, wenn man hier des Hackens nicht ganz mächtig ist, dann ist das nicht schlimm bei diesem Spiel. Wir haben einen Geschützturm, wie es aussieht. Ich mache die Tür wieder zu. Na, wo führt denn die Treppe hin, frage ich mich gerade. Ebene 8. Ach, hier hinten zum abgesperrten Fahrstuhlbereich. Ah, da ist der Fahrstuhl, der zu den Firmentresoren runterführt. Aha. Okay, cool. So, was finden wir hier noch? Nichts. Der hat auch keinen Schalter unterm Schreibtisch. Da hatten wir ja schon ein paar. Deswegen gucke ich da mal. Ich würde hier gerne aufstehen. Danke. Eine 10mm Pistole liegt vor ihm auf dem Tisch. Hat ihm gar nichts genutzt. Ah, guck mal. Elektroschockpfeile. Hier haben wir auch nichts drunter. Seid ihr Schubladen? Ihr seid keine Schubladen. Ach, hier haben wir eine Sicherheitskonsole. Hier haben wir einen angebissenen Muffin. Sieht nach Vollkornmuffin aus. Ist das? Nee, das ist nur eine Sporttasche, ne? Ja. Ja, Sporttasche und Zigaretten. Das, ja, ich verstehe auch, ganz ehrlich, muss ich sagen, die Leute immer nicht. Die zum einen sich richtig sportlich, ne, engagieren, irgendwie auspowern und zum anderen dann aber rauchen und damit eigentlich ihren ganzen Erfolg, den sie da sportlich für ihren Körper erzielen, zunichte machen. Das ist, keine Ahnung, erschließt sich mir immer nicht so ganz. Ach, hier kann ich jetzt, aha, wir gucken uns das einfach mal an, versuchen uns hier reinzuhacken. Oha. Aber hier gibt es Datenspeicher. Achso, hier müssen wir hin. Verstanden. Na komm schon. So, da hau ich mal so einen Fünfer hier raus. So einen Wurmstopp. Und dann schaffen wir es auch locker. Und haben noch eine Nuke-Software mitgenommen. Oh yeah. So, Kameras müssen ja eigentlich alle deaktiviert sein. Ja. So, an die Geschütztürme kommen wir nicht ran. Die Laserbarrieren haben wir deaktiviert. Und die Alarmteile auch. Ja, das wäre dann wahrscheinlich das nächste, ne? Dass wir so unser Hacking noch ein bisschen steigern. Dass wir Geschütztürme und... Achso, EMP-Schrotmunition. Ja, da hatte ich mir auch überlegt, oh Gott, ich muss mal ins Inventar gucken. Also wir bräuchten vielleicht irgendwann wirklich mal ein größeres Inventar. Aber dass wir noch eine 10mm Pistole, ne, mit EMP-Munition mitnehmen können. Ansonsten müssen wir halt gegen Roboter mit Granaten vorgehen, weiß ich nicht. Ja doch, Granaten sind eigentlich auch ganz gut, ne? Eine Pistole nimmt 6 weg plus Munition. Die M40 EMP-Granaten nehmen nur 4 weg. Ich lege mir die mal gerade auf die 5. Achso, nee, geht so nicht. Kann ich hier einfach so anklicken und dann sagen 5. Es ging doch irgendwie, ne? Irgendwie ging das auf jeden Fall. Zu EMP-Granaten. 5, 5, 5. Doch, eigentlich hatte ich doch beim letzten Mal 5. Achso, das muss ich mit der Granatentaste machen. Oh Gott, wo ging denn das? Ne, die habe ich ja hier auch auf die 3 legen können. Achso, die muss ich erst auspacken. Ah, ja, okay, gut. Kombinieren. Moment, das Ding muss ich... Was macht denn das? EMP-Granaten, Beschreibung. Diese 40x46mm EMP-Granaten sind besonders effektiv gegen nicht-organische Ziele, Robotergeschütze und so weiter. Und augmentierte Menschen, ihr Schadenspotenzial gegen organische Ziele ist gering. Funktionalität setzt eine EMP-Detonation freie Benutzung. Um verschiedene Munitionstypen zu laden, rüsten sie eine Waffe aus und halten sie den Nachladebutton. Ja, gedrückt. Okay, und wenn ich mir das Ding hier... Ach so, das ist wahrscheinlich für einen Unterlauf-Granatwerfer dann. Oder? Weiß ich nicht. So, Funktionalität? Nee, ich würde hier gern scrollen.
Danke. Ja. Tatsächlich, die sind für einen Unterlaufgranatwerfer, das heißt, die Teile, ja, M40 ist wahrscheinlich dann der Unterlaufgranatwerfer. Ja, das heißt, die Teile muss ich irgendwie woanders, aber ich habe ja hier. Achso, geht nicht. Gucken, 5, ja, okay, das geht. Sehr schön. Ja, also Granaten, ne, nehmen nur ein Slot weg. Für die Waffe bräuchte ich irgendwie 8 Slots oder sowas, vermute ich. Was sind das eigentlich? Ach, eine Tesla-Patrone. Okay, gut, nee, gut. Sicherheitszentrale haben wir übernommen hier oben. Und hier gab es dann auch tatsächlich nichts weiter schwach. Ach, einen Waffenschrank haben wir natürlich noch. Ne? Ah, oh yeah. So, da haben wir noch eine Gasgranate, eine Rauchgranate, ein paar Elektroschock, weil wir haben ein bisschen Munition fürs Gewehr, braucht man nicht. Kann ich den Schrank wieder zumachen? Nö. Okay, gut, nö, dann alles Picobello hier, alles Schnieke. Dann können wir jetzt quasi direkt den Aufzug nach unten nehmen. Elevator. Ja, der Pfeil zeigt in die falsche Richtung. Muss natürlich nach oben, also geradeaus von uns weg zeigen. So, Zugangskarte. Aufzug rufen. Okay, alles klar. So, und von hier aus kommen wir auch direkt zu den Tresoren der Direktion. Müssen wir gar nicht über die Lobby fahren. Ja, Adam, steck die Waffe weg. Junge, was stimmt nicht mit dir? So, keine Sperrzone hier, finde ich sehr gut. Das bedeutet nämlich, dass wir uns hier erstmal ein bisschen umgucken können. Da haben wir einen Zivilisten, noch einen Zivilist, einen Wachmann. Da ist der Sicherheitsraum. Da sitzt einer drin, zwei. Hätte ich auch aufs Radar gucken können. Aber wenn wir da so einen elektrochromatischen Schalter finden würden, der ist wahrscheinlich direkt neben der Tür irgendwo, ne? Ah, da kommen wir von hinten vielleicht rein. Ja, über den Kabelschacht. Müssen wir nur gucken, wo der andere Eingang ist. So, was haben wir denn hier noch? Achso, hier sind die Safes. Haben wir dafür eine Zugangskarte? Für den Geschäftsleitungstresor haben wir scheinbar keine Zugangskarte. Hier kommen wir zur Lobby hoch zurück. Hier haben wir eine kleine Entdeckung. Ich meine, wir wollen es hier natürlich nicht auf den Shootout mit denen ankommen lassen, ne? Hier haben wir eine Zeitung, Sofa. Hier hat keiner seine Zugangskarte zufällig liegen lassen, nein. Ich dachte eigentlich, wir hätten eine Zugangskarte für den Executive Tresor. Haben wir aber scheinbar nicht. So, hier vielleicht für den B. Ja, dafür haben wir. Of course it's easier. That's what the Tractate Palisade, right? Our corporate privacy laws are bulletproof. Geil, und jetzt dürfen wir ja auch einfach so reinspazieren. Nicht die Tür hinter mir zumachen. Ja. Oh, okay, alles klar. Ich darf da drin sein, ich darf da drin sein. Okay, also in dem Moment, wo wir die Tür zumachen und uns da drin befinden, ist alles uncool. Ich wollte mal gucken, der Kabelschacht geht eventuell da hinten lang. Was haben wir denn hier? Executive Services. So, also die Tür hinter uns schließen, wenn wir da drin sind, ganz schlechte Idee. Super schlechte Idee. Jetzt würde ich sagen, warten wir, bis der Roboter hier wieder weg ist. Wie kommen wir denn hier ran? Serverraum.
Ja, wenn die Kamera uns beim Hacken erwischt, das ist natürlich scheiße. Also wir können die natürlich so locken, ne? Achso, das ist sowieso ein Schutzturm. Ah, hier haben wir einen Kabelschacht. Okay. So, wie funktionieren denn diese Tresore hier? Ich dachte, wir hätten Zugangscodes für ein, zwei Tresore. Da muss der Roboter gleich wieder rein. Aber vielleicht haben wir die nicht für hier. Ich weiß nicht. Hier gibt es auf jeden Fall keine. Ah, die waren. Ah, okay, alles klar. So, jetzt haben wir natürlich den Roboter hier aufgescheucht, wie es aussieht. Ah ne, der geht wieder zurück. Sehr schön. So, die meisten Safes hier sind leer. Okay. Gut. Die haben auch alle die gleiche Nummer, ne? Und jetzt müssen wir mal gucken, wenn wir hier hacken, werden wir wahrscheinlich von dem Ding erfasst, ne? Das heißt, wir müssten das erstmal kurz ausschalten. Gucken, ob wir hier irgendwie zufällig was finden. So, hier haben wir ein Keypad. Ah, da werden wir auch. Ah, da drüben der Turm, der nervt echt ein bisschen. Also gut ausgebucht sind die hier nicht, ne? Das kann man so schon mal festhalten. So, Stufe 5. Stufe 5, ja, nice. Ja, da kommen wir auch nicht ran. Wo müssen wir denn da hin? Ach, hier unten lang. Anomaly detected. Schaffen wir. Trace program initiated. Es muss nur der Turm lang genug ausgeschaltet bleiben. Ach, scheiße, da ist noch so ein Ding. Please, sir, leave it be. Ja, okay. Also 0310. Ja, der Turm, ne? So, und jetzt können wir das Ding hier durchsuchen. Ich weiß gar nicht, wem der gehört. Ein Praxiskit haben wir bekommen. Sehr schön. Und dann müssen wir mal gucken. Habe ich hierfür auch zufällig den Code? Nee. So, da müssten wir also intelligenterweise erstmal den Dings ausschalten. Haben wir hier für einen Code? Das ist auch Stufe 5, 6641. Credit Chips. Toll, das sehe ich gerne. Ah ja, das hat sich gelohnt. So, hier haben wir den Serverraum. Wenn wir hier stehen, sind wir komplett im toten Winkel von allen Kameras. Ja, und hier das Ding ist Stufe 4, das können wir echt erst aufmachen, wenn wir den Geschützturm ausgeschaltet haben. Wir haben jetzt in Praxis, das heißt, wir können Geschütztürme ausschalten tatsächlich. Okay. Ich mache mich mal hier dran zu schaffen gerade. Stufe 1. Echt? Oh, Spiel eingefroren. Ich kann gerade nicht. Jetzt kann ich. Alles klar. Es war gerade noch mit Speichern beschäftigt oder sowas. So, haben wir hier Datenspeicher? Nee, haben wir nicht.
Anomaly detected. Das heißt, wir müssen nur hier rein. Trace program initiated. Access granted. So, okay. Und das ist nicht mal Sperrzone. Hier haben wir noch einen Pubble-Schacht. So, das haben wir schon auf chromatisiert hier quasi. Okay, also da hätte man auch hinten irgendwie an diese Tresore rankommen können. Über diesen Kabelschacht. Ja, für mehr scheint der Raum hier echt nicht gut zu sein. Sieht natürlich ein bisschen unordentlich hier aus, ne? So, mich würde mal aber interessieren, ups, wo kommt man raus, wenn man hier lang geht? Oh, sag nicht, wir kommen hier in die Sicherheitszentrale. Oh, das wäre so göttlich. Wir kommen von hier aus echt in die Sicherheitszentrale. Aber Jungs und Mädels, verkünde euch. Das erledigen wir beim nächsten Mal. Für heute soll es das gewesen sein. Ach nee, wisst ihr, was wir schnell noch machen? Wisst ihr, was wir schnell noch machen? Wir haben ja noch einen zweiten Kabelschacht, den gucken wir uns heute noch an. So, also. Tür. Da. Tür. War hier nicht noch. Ich hätte schwören können. Oder war der draußen in der Lobby irgendwo? Hier ist er. Da. Hopp. So, hier geht's nirgendwo weiter. Schade. Wo sind wir hier? Ich kann es gerade gar nicht zuordnen auf der Karte. Ach so, hier sind wir direkt hinterm Aufzug, überm Aufzug, im Aufzug. Unterm Aufzug. Okay, da ist es elektrisch. Plastikkiste. Da oben ist elektrisch geladener Boden. Komme ich hier auf diesen Zwischenboden, Adam? Ja, mag er nicht. Ich wollte gucken, was da hinten in der Ecke ist. Ach, hier sind wir in diesem... Ah, ja klar, hier waren wir ja schon mal oben, ne? Da haben wir auch einen Lüftungsschacht, den man benutzen könnte, theoretisch. Ach, sorry, ich bin jetzt schon wieder voll im Explorationswahn. Ja, ne? Hier sind wir schon mal durch. Okay, und hier würden wir nach unten kommen auf jeden Fall. Wir könnten von hier aus auch nach oben fahren, wie es aussieht. Ah, das machen wir heute einfach mal nochmal, ne? So ein bisschen nach oben fahren. Achso, ja, da hätte ich vielleicht vorher aufspringen sollen. War jetzt nicht so clever. War echt nicht so clever, ne? Ah, damit können wir dann in den dritten Stock hochfahren, theoretisch. So komme ich da jetzt noch ran an das Ding, ja. Mal wieder runter. Der kommt nicht wieder runter. Na geil. Jetzt komme ich eigentlich wieder hoch. Uncool. Uncool. Ja gut. Dann sind wir jetzt halt nicht da hochgefahren. Mit dem Aufzug. Ich will aber. Gut, Jungs und Mädels, für heute war es das auf jeden Fall. Wir machen eine Sicherheitszentrale weiter beim nächsten Mal. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal natürlich wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.